Also herzlich willkommen an dem Stand von Firma Grinnele. Hier stehen schon zwei Experten von dieser Firma neben mir und die möchten uns irgendwas über diese Firma erzählen. Also. Stefan, ja. Alter vor Schönheit, fang an. Ja, okay. Also ich bin Stefan Hummel von der Firma Grinnele, bin seit 20 Jahren jetzt schon in der Gärtnerei tätig, bin so der Pflanzenzuständige, Pflanzenguru. Und Firma Grinnele ist ja auch aus der Pflanze heraus entstanden. Christian, das kannst du vielleicht ganz gut erklären. Ja, die Pflanze ist der Ursprung der Firma Grinnele. Ludwig Grinnele, der Firmengründer, war komplett begeisterter Aquarianer, seinerzeit weit voraus, ein Visionär. Der hat schon ganz früh erkannt, dass die Pflanze zum funktionierenden Aquarium dazugehört, dass es ohne ein funktionierendes Aquarium eigentlich nicht möglich ist, ohne funktionierende Pflanzen eigentlich nicht möglich ist, vernünftige Aquaristik zu betreiben. Und nach kam dann halt neben der Pflanze auch ein komplettes Zubehörsortiment mit dabei. Und Grinnele ist der einzige Anbieter, der ein Konzept hat, das nennt sich 7 Regeln. Und wenn man diese Regeln wie ein Kochrezept befolgt, dann funktioniert ihr Aquarium. Und dafür garantieren wir mit unserer Erfahrung und mit unserem Namen. Ja, das ist so. Also Grundsortiment von Grinnele? Wir? Sind ein Pflanzen? Nee, wir haben... Pflanzen ist ein wichtiger Bestandteil unseres Sortiments und natürlich alles das, was man braucht am Zubehör, um mit der Pflanze vernünftig zu arbeiten, nämlich hier zum Beispiel CO2. Aus meiner Sicht haben wir das beste und kompletteste CO2-Sortiment. Wir können Aquarien von 10 bis 600 Liter mit CO2 versorgen, natürlich auch noch mit entsprechenden Anbauteilen, auch von mir aus bis 5000 Liter, aber unser Grundsortiment reicht von Mini-Aquarien bis großen Aquarien in der CO2-Versorgung. Natürlich auch die Pflanzenpflege nicht zu vergessen. Pflanzenpflege ist natürlich für eine Gärtnerei extrem wichtig und dafür garantieren wir auch, wir sagen, Produkte aus der Wasserpflanzengärtnerei. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt für Endverbraucher, weil wenn wir nicht wissen, was die Pflanze braucht, dann weiß es keiner. Genau. Wir sind sehr innovativ. Wir kommen gleich nochmal zu einem anderen Produkt, zu dem Dosator. Wir haben ein Düngesystem entwickelt, für Aquarien 24 Stunden Düngung wie in der Natur, Tropfen für Tropfen, für unglaubliche 12,99 € mit Tankanzeige. Gibt es in der Form noch nicht, ist eine Weltneuheit, haben wir jetzt vor 8 Wochen rausgebracht. Und natürlich nicht zu vergessen, wir haben jetzt über Aquaristik gesprochen, es gibt auch die sogenannte Nano-Aquaristik. Das heißt kleine Aquarien zwischen 10 und 30 Liter Inhalt. Und das macht mittlerweile auch einen sehr, sehr großen Teil unseres Umsatzes aus. Damit haben wir, als wir 2008 auf den Markt gekommen sind, ich würde mal behaupten, wir haben die Aquaristik gerettet. Wenn wir als Grinnele Nano nicht gebracht hätten, diesen Impuls gesetzt hätten, das wird uns immer wieder bestätigt, wären wir heute in unserer Branche mit 10%, 15%, 20% Minus unterwegs. Ganz sicher. Ein neuer wichtiger Trend ist natürlich auch Aquascaping. Das sieht man hier an den schön eingerichteten Aquarien, die natürlich sehr pflanzenlastig sind und da kann man sagen, da sind wir natürlich sehr kompetent, auch mit unseren verschiedenen Pflanzen, die für alle Sachen geeignet sind, natürlich auch für Aquascaping und das ist natürlich eine ganz tolle Sache, dass die Pflanze mittlerweile so sehr im Mittelpunkt steht und nicht mehr einfach nur als reines... Das freut dich als Produktmanager Pflanze, ne? Genau, da... Der kleine was. Grünling. Genau. Und Sie sind berühmt vor allem wegen in Nanocubes. Ja. Und Sie haben Produkte aber auch für größere Aquarien. Natürlich. Also wir können im Prinzip die gesamte Bandbreite der Aquaristik und sogar Meerwasser haben wir mittlerweile. 2010 haben wir ein Nanosystem für Meerwasser entwickelt. Nano Marinus heißt das. Also wir sind ein ganz sehr kompletter Anbieter. Vor allen Dingen, wir haben das ganze Know-how intern. Wir können Pflanze und Aquaristik und das gesamte System abbilden. Sind wir der Einzigen, glaube ich. Kann kein anderer in der Qualität. Ja. Geht nicht. Das sind wir sehr bescheiden. Und weißt du zufällig, wie viel ungefähr Pflanzen ihr schon im Sortiment habt? Kann ich Ihnen genau sagen. Wir haben 256 verschiedene Pflanzenartikel. Also Pflanze als Artikel. Und damit sind wir auch wir sind auch Europas größte Wasserpflanzengärtnerin, ja. Würde ich ganz klar sagen. Nur mal eine Zahl für, wir erzählen die sowieso immer allen. Unsere beste Woche in diesem Jahr, nur damit man sich mal vorstellen kann, wie viele Pflanzen wir wirklich verkaufen. In unserer besten Woche in diesem Jahr haben wir 140.000 Pflanzen verschickt.
In einer Woche. In einer Woche. Und weltweit oder halt nur Deutschland? Halt in Deutschland und in den umliegenden Ländern, weil Pflanzen sind natürlich empfindlich von den Transportwegen her. Also wir arbeiten in Deutschland und in den umliegenden Ländern mit der Pflanze. Aber sonst liefert generell Ihre Produkte auch? Sonst liefern wir natürlich auch in die Länder, die wir bearbeiten. Aber Kernmarkt ist immer noch Deutschland und Österreich. Und natürlich Tschechien. Immer mehr. Also Firma Dennele gibt es jetzt schon fast seit 50 Jahren. Entstanden ist die Firma, wie gesagt, durch Ludwig Dennele, der ein Visionär war. Angefangen im kleinen Zoofachgeschäft, in den damaligen Zubehörprodukten, die es auf dem Markt gab. Und auch ein bisschen Wasserpflanzen, die er halt einfach immer toll fand. Und es hat ihn halt gereizt, die Pflanzen im Aquarium besser kultivieren zu können. Und da sind dann nach und nach immer mehr Produkte entstanden, die gut für das Pflanzenwachstum sind. Weil er hat erkannt, wenn es den Pflanzen gut geht, geht es den Fischen gut und das ganze Ökosystem Aquarium funktioniert einfach viel besser. Das war ungefähr wann? Das war, glaube ich, 1966 war die Firmengründung. Das heißt, nächstes Jahr haben wir unser 50-jähriges Jubiläum und da kann man schon auf eine lange Zeit und Entwicklung zurückschauen. Die ältesten Pflanzenpflegeprodukte sind jetzt 40 Jahre alt. Ja. Unser Dünger ist 40 Jahre alt und der Nährboden, Deponitmix, ist auch schon so lange am Markt, natürlich immer verbessert worden. Aber das kam direkt nach der Wasserpflanzengärtnerei, weil die Händler haben gefragt, sag mal, ihr habt so tolle Pflanzen, habt ihr auch was an Zubehör? Können wir euch da was liefern? So ist das entstanden. Seid ihr eigentlich dann zu den Aquarien gekommen? Manu? Das klingt, ja, eben, das klingt ja. Alles nach okay. Düngung, Pflegemittel, genau. Boden, Substrat. Und wir haben so ein komplettes System. Alles klar, System da, da kann ich jetzt. Als wir 2008 hier auf der Interzoo die Nano-Aquaristik vorgestellt haben, da haben wir einfach einen Trend geschaffen. Wir haben gesagt, das ist jetzt ein Sortiment, das ist ein Trend. Weil wir erkannt haben, dass die klassische Aquaristik in Deutschland immer weiter zurückgegangen ist. Die klassische Großaquaristik mit 200, 300 Liter Aquarien. Es waren halt immer weniger Endverbraucher, die das Hobby betrieben haben. Und wir mussten etwas erfinden, damit wir Aquaristik wieder interessant machen. Neue Aquarianer. Lifestyle, neue Aquarianer finden. Und wenn man sich jetzt mal Endverbrauchermessen in Deutschland anschaut, die Hälfte sind weiblich der Besucher. Weil das ist ein Trendthema, ein Wohnthema geworden. Dann bedanke ich mich jetzt mal. Gerne.